Leute fällt, Sie waren selbst in Homs, einer der vom Krieg am stärksten betroffenen Städte. Wenn Sie mal Ihre Eindrücke von Ihrem Besuch dort schildern und von den Gesprächen, die Sie mit den Bewohnern dort geführt haben. Ja, also ich war in der Altstadt von Homs, die ja ungefähr 2 Jahre lang besetzt war. Das letzte Mal war ich vor ziemlich genau 2 Jahren dort. Und die Bilder sind schockierend. Es ist alles verbrannt, es sind Ruinen, eine unglaubliche Zerstörung. Viele Leute sagen, das ist doch wie Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg, also wirklich eine enorme Zerstörung in diesen verschiedenen Altstadtvierteln von Homs. Ich bin dann in Hamidiye gewesen und bin dort längere ein Stück durch die Straßen gelaufen, weil ich zu verschiedenen Orten wollte, wo ich vor 2 Jahren auch gewesen bin. Die Wohnungen sind leer. Es leben sehr wenige Menschen dort zurzeit, denn es gibt keine Stromversorgung und keine Wasserversorgung oder nur ungenügende Wasserversorgung. Die Leute, die ich getroffen habe, waren eigentlich Personen, die dort so wie ich herumgelaufen sind, um sich das anzugucken. Oder die zum Beispiel zu ihren Wohnungen gegangen sind, um dort aufzuräumen. Also ich habe einen jungen Mann getroffen, der ein Geschäft für Solartechnik hatte vor diesem Krieg. Und sein Haus ist direkt neben dem Geschäft und er hat mir sein Haus gezeigt. Also alle 3 Stockwerke haben die Fenster verloren, haben Einschläge von Granaten gehabt, überall Schutt und Staub und er hat das eben halt aufgeräumt. Ich war in dem Jesuitenkonvent, in dem ja der Pater Francis van der Loek 40 Jahre gelebt und gearbeitet hat. Er ist dort am 7. April ermordet worden. Sein Grab ist dort und ich habe mit Leuten gesprochen, die dort in dem Konvent waren. Also insgesamt muss ich sagen, erschütternd, aber gleichzeitig war auch zu spüren, dass die Menschen auf jeden Fall ihre Viertel wieder aufbauen wollen. Also sie wollen sich dort nicht vertreiben lassen, sie haben ihre Wurzeln dort. Seit Generationen, Hamidiye ist eins der ältesten Viertel, vor allen Dingen auch für die Christen in Syrien. Einige der ältesten Kirchen im Mittleren Osten stehen in Hamidiye. Und die Menschen sind sehr entschlossen, also das alles wieder aufzubauen. Das wird lange dauern. Die bewaffneten aufständischen Gruppen haben sich aus Homs oder aus anderen Gebieten zurückgezogen, sind aber nach wie vor sehr aktiv, sehr agil und haben Teile des Landes nach wie vor auch unter ihrer Kontrolle. Die großen NATO-Mächte, die Türkei und die Golfstaaten unterstützen eine Vielzahl an unterschiedlichen militanten Gruppen. Wie hat sich denn dieses, ich sag mal, Unterstützerwesen in den letzten Monaten entwickelt? Also die Unterstützung für die bewaffneten Gruppen wird von den Freunden Syriens, zu denen ja auch die NATO-Staaten gehören oder einige der NATO-Staaten, auch Deutschland, die Unterstützung wird offiziell, findet sie statt mit nicht tödlichen Waffen. Also es gibt Schutzwesten, es gibt Nachtsichtgeräte, es gibt vor allen Dingen Logistik, es gibt Kommunikationshilfe. Angeblich werden keine Waffen geliefert, die kommen mehr aus Saudi-Arabien, aus den Arabischen Emiraten und über die Türkei ins Land. Aber es gibt eine offizielle Position, dass gesagt wird, dass man jetzt also will, dass diese bewaffneten Gruppen sich zusammenschließen in der Islamischen Front und dass sie sowohl die Regierung bekämpfen als auch die Terroristen. Denn im Westen hat man nun auch festgestellt, dass also sich hier Gruppen befinden, die der Al-Qaida zuzurechnen sind und die also perspektivisch auch eine Gefahr für Europa bedeuten. Man weiß, dass also Tausende von europäischen jungen Männern hierher gekommen sind, um hier zu kämpfen. Man weiß, dass dieser Attentäter vom Jüdischen Museum in Brüssel
ein Jahr hier in Syrien gekämpft hat, bevor er halt dort jetzt dieses Attentat verübt hat. Also diese Politik des Westens ändert sich nun auch gegenüber diesen bewaffneten Gruppen. Wie ist die deutsche Regierung in Syrien und gerade in den von Militanten besetzten Gebieten eventuell präsent? Und wie sind diese Aktivitäten zu bewerten? Welche Ziele verfolgt Deutschland überhaupt in Syrien? Also ich denke, Deutschland versucht auf jeden Fall in jeder Richtung, sich die Tür offen zu halten. Die Bundesregierung unterstützt einerseits die nationale Koalition politisch und finanziell, indem sie diesen Wiederaufbaufonds, der ja ausschließlich für die nationale Koalition zur Verfügung gestellt wird, indem sie diesen Wiederaufbaufonds beobachtet, observiert, unter ihrer Kontrolle hat, zusammen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es wird humanitäre Hilfe geleistet über islamische Organisationen, die über die Türkei in den Norden Syriens kommen und vermutlich über diesen Weg kommen auch bewaffnete Kämpfer, aber das ist nicht nachweisbar, aber das ist sehr wahrscheinlich. Also in dieser Hinsicht ist die Bundesregierung aktiv. Sie sagt immer, sie hilft den Wiederaufbau in den von den bewaffneten Gruppen und den moderaten Kämpfern kontrollierten Gebieten zu unterstützen, um eine Alternative zur Regierung in Damaskus zu unterstützen und zu fördern. Auf der anderen Seite hat die Bundesregierung auch eine größere Summe, ich bin mir jetzt über die Höhe nicht genau mehr im Klaren, an die ESQA gegeben. Die ESQA hat also auch einen Fonds aufgelegt und führt eine Diskussion über den nationalen Wiederaufbau in Syrien. Daran sind Oppositionelle beteiligt, aber auch Stellen hier aus Syrien. Das heißt, die Bundesregierung hält sich de facto alle Türen offen, um zu sehen, wie es sich entwickelt in Zukunft. Es gibt hier die Einschätzung in Syrien, dass die Bundesregierung selbstverständlich der Außenpolitik Washingtons folgt. Und wenn also von dort sozusagen das Signal käme, dass man eben halt auch indirekt wieder Kontakte aufnimmt mit der syrischen Regierung, würde das die Bundesregierung sicherlich auch tun. Auf der Ebene der Geheimdienste, der Sicherheitsdienste gibt es schon seit über einem Jahr indirekte Kontakte und das ist jetzt auch offiziell von der hiesigen Regierung bestätigt worden und man hat gesagt, wir sind bereit, selbstverständlich mit dem Westen zusammenzuarbeiten in Bezug auf die terroristischen Gruppen, die halt hier im Land aktiv sind. Aber der Westen muss das auf einer politischen Ebene tun. Das heißt, die westlichen Botschaften sollten hier in Damaskus wieder eröffnet werden. Ich glaube, die Bundesregierung ist weit davon entfernt, das zu tun. Meine abschließende Frage, auf welchem Weg sehen Sie Syrien jetzt nach der Präsidentschaftswahl? Nun, ich denke, ich habe das am Anfang kurz gesagt, es sind große Erwartungen von denjenigen, die sich an den Wahlen beteiligt haben, große Erwartungen an den Präsidenten, dass er tatsächlich auch Reformen umsetzt, zügig Reformen umsetzt, dass er sich einen Beraterstab holt, der auch in der Lage ist, die Beziehungen zu den Kritikern aufzubauen, um eben halt die Kritik von Oppositionsgruppen aufzunehmen. Die wirtschaftliche Lage ist sehr schwierig, auch aufgrund der Sanktionen, die ja die Europäische Union jetzt gerade auch wieder um ein Jahr verlängert hat. Und insofern denke ich, gibt es unglaublich viele Probleme für die Menschen, für jede zukünftige Regierung. Militärisch ist es so, dass die Armee Fortschritte macht und also mit eiserner Faust sozusagen versucht, das Land zu befrieden. Die Opposition hier im Land ist sehr verhalten, sehr pessimistisch auch über die Entwicklung hier, denn sie sagen,
dass die Armee und die Geheimdienste sich eben halt doch so stark durchgesetzt haben, ist eher ein Zeichen dafür, dass es für Reformen und für Veränderungen im Land sehr schwierig werden wird. Die Bevölkerung ist tatsächlich auch gespalten. Also es gibt viele Menschen, die überhaupt kein Vertrauen haben in diese Regierung und die auch das Vertrauen verloren haben in den Westen, von dem sie sich tatsächlich eine militärische Intervention erwartet haben, die sicherlich nicht kommen wird. So dass ich denke, dass es letztendlich an den Syrern selber liegen wird, wieder aufeinander zuzugehen, sich zu versöhnen und ihr Land aufzubauen. Das wird nur geschehen, wenn diese Staaten der Freunde Syriens und die Nachbarstaaten Syriens das Land in Ruhe, sich in Ruhe lassen, nicht weiter mit Waffen überziehen und nicht weiter hetzen, sondern versuchen auch einen Weg des Zusammengehens zu finden. Ich denke, die Situation ist sehr schwierig, aber es gibt hier viele Menschen, die optimistisch sind.